Die Diskussionen um die Zukunft von David Alaba sind während der Länderspielpause erst einmal abgeflaut. Wie der Kicker berichtet, wird die Situation rund um den Abwehrchef in München im Wissen um die europaweite Geldnot selbst bei den Topclubs ohnehin einigermaßen entspannt verfolgt. Dabei gäbe es ansonsten durchaus Grund zur Sorge. Denn dem Bericht zufolge hält Zinedine Zidane direkten Kontakt zu Alaba. Doch auch für die Königlichen sei das finanzielle Gesamtpaket aktuell nicht zu stemmen. Der 28-Jährige fordert rund 20 Millionen Euro Gehalt im Jahr inklusive Prämien. Beim spanischen Rekordmeister wird dem Magazin nach daher davon ausgegangen, dass Alaba eher bei Paris Saint-Germain landen wird. Neben dem Duo soll auch der FC Chelsea als Kandidat für eine Verpflichtung gelten. Vedat Ibisevic ist im Sommer von Hertha BSC zu Schalke 04 gewechselt. Allerdings wäre auch ein Wechsel ins Ausland möglich gewesen. Der 36-Jährige erklärte den Ruhrnachrichten: "Das kam aus familiären Gründen für mich nicht in Frage. Ibisevic wollte seine Kinder nicht aus dem gewohnten Umfeld reißen." Angst, seine Karriere mit einem Abstieg zu beenden, hat Ibisevic nicht. "So denke ich nicht. Außerdem ist ja noch nicht klar, ob diese Saison meine letzte ist und schon gar nicht, auf welchem Tabellenplatz wir sie beenden werden", so der Stürmer weiter. Der FC Arsenal hat offenbar das Rennen um Omar Rekik von Hertha BSC gewonnen. Wie das englische Portal Football London berichtet, haben sich beide Clubs auf einen Wechsel des 18-jährigen Talents geeinigt. Der für Tunesien spielberechtigte Youngster wird demnach aber direkt wieder zur Hertha verliehen. Nur der Zeitrahmen muss wohl noch geklärt werden.